Die Passagiere dieses Fluges sind gebeten, sich zu exerzieren, da war alles Essen aus, so scheint die British European Airways zu bemühen. Ich wiederhole, British European Airways darauf mitteilen zu müssen, dass ihr Flug Nummer 689 nach Hamburg aufgrund der schlechten Wetterlage nicht starten konnte. Die Passagiere dieses Fluges werden gebeten, sich zu exerzieren, da war alles Essen aus, so scheint die British European Airways zu bemühen. Eine nächste Durchsage erfolgt in 20 Minuten. Haben Sie schon gehört? Schöne Schweinerei. Was soll ich denn jetzt machen? Meine Frau ist bestimmt schon weg. Na, die ist gerade vor ein paar Minuten in ein Taxi gestiegen. Aber warten Sie mal, vielleicht geht Ihre Maschine doch noch. Wir gehen gleich mal rüber zur BEA. Kommen Sie. Komm, nimm das mal um. Was soll ich denn damit? Das passt doch gar nicht zum Kleid. Komm, leg das mal um. Na, komm. Muss das sein? Au. Entschuldige. Bitte nimm dich in Acht, der gehört meiner Frau. Nein, lass halt ihn einen Moment. Ich muss mich erst ein bisschen dran gewöhnen. Lisa, mach dir klar, was für mich davon abhängt. Du musst dich heute mal ranhalten. Ich schwöre dir, du wirst es nicht bereuen. Kalmer ist ein schwieriger Hund, aber er hat doch wieder große Momente. Ich sage dir, wenn er in Stimmung kommt, dann bin ich gerettet, dann bin ich aus allem raus. Ich habe ein Tisch im Ritz bestellt. Anschließend gehen wir noch ins Black Bottom. Er wird wahrscheinlich Madison mit dir tanzen wollen. Wenn es dunkel ist, dann krabbelt er dir vielleicht ein bisschen am Knie rum. Ich flehe dich an, Lisa, halt still. Ich werde nicht mit ihm schlafen. Unsinn. Ich habe dir doch gesagt, wenn er das nötige Quantum Intus hat, dann fällt er von allein um. Ich habe das doch 100-mal erlebt. Wir bringen ihn ins Hilton. Du gibst ihm brav ein Gute-Nacht-Küsschen. Und schon segelt er im Fahrstuhl nach oben. Gut, wie du willst. Ich sage dir, wenn er in Laune kommt, macht er das Geschäft mit mir. Und ich bin aus allem raus. Kalmeier, also. Wolfgang, du weißt, dass ich alles für dich tun würde. Selbst das Letzte, wenn du bloß einmal... Was? Lisa, du weißt, ich bin verheiratet. Ich habe Kinder. Ich kann mich nicht scheiden lassen. Das meine ich doch gar nicht. Wenn es wenigstens einmal etwas Richtiges wäre. Aber bei dir, da steht immer gleich alles auf der Kippe. Jetzt oder nie, alles oder gar nichts, tot oder leben, Wolfgang. Ich kann das nicht mehr ertragen. Hör auf, was verstehst du denn von Geschäften? Hier, halt mal einen Moment. Ich muss noch mal telefonieren. Sind wir richtig? Nach Frankfurt, stimmt das nicht? Was ist los? Wo sind Sie alle? Kann ich Ihnen helfen? Wo wollen Sie denn hin? Nach Frankfurt? Was ist denn los? Ja, wir fliegen im Augenblick nicht wegen der schlechten Wetterlage. Gehen Sie doch so lange ins Restaurant. Ihr Flug wird aufgerufen. Was machen wir denn jetzt? Wir werden fragen. Hey, junger Mann. Jawohl, meine Damen. Heißt es, dass überhaupt kein Flugzeug heute mehr ankommt? Oder bin ich überfragt? Hier passiert so vieles. Der Nebel kommt und geht manchmal in einer Stunde wieder weg. Da kann ich mich auf nichts festlegen. Wir warten doch aber schon über eine Stunde. Da können Sie, glaube ich, unbesorgt sein. Wir schreiben das um und Sie kommen vorher in unserem Büro vorbei und nehmen sich das Ticket wieder. Herr Weller, das ist Herr Kramer von Siemens. Herr Weller von unserem Büro. Also, der Flug dürfte ins Wasser fallen heute. Ist schön ins Wasser gefallen. Weil die Nebellage wird ja immer schlimmer. Herr Kramer sollte nämlich heute Abend von Hamburg mit der 711 nach Karachi fliegen und... Das muss gecancelt werden. Dafür muss er morgen Mittag von London mit der BOAC auf die Kalkutta-Maschine gebucht werden. Und wir gehen gleich am besten... Bitte würden Sie das für mich erledigen? Ich möchte nur mal schnell meine Frau anrufen. Selbstverständlich. Mein Gepäck, kommt das nach? Das machen wir natürlich für Sie, Herr Kramer. Danke. Ob der Direktor Kramer ja abgereist ist? Ja, ist abgereist. Ah ja, ja, danke. Na, bin ich. Ja, ich weiß Bescheid. Danke. Ist unterwegs. Komm, jetzt. Nimm mir doch den Mantel ab und bitte in den Wagen, ja?
Hallo? Kann ich bitte mal vollen Paschke haben? Paschke! Seid ihr Mausi? Genau. Beruhigen Sie sich doch mal. Vielleicht fliegen wir in einer halben Stunde schon wieder. In 10 Minuten stehe ich auf der Bühne, mein Lieber. Der ist wohl krank? Nee, Schauspieler. Der soll heute Abend den König Lear spielen. König Lear? Da kann er glücklich sein. Ja, nicht hier, in Hannover. Ja. Was sagst du dazu? Ich war schon auf dem Rollfeld. Wenn ich dir sage, ich bin wieder zurück. Fliege morgen früh mit der ersten Maschine über London und Beirut. Meine Frau ist schon weg. Mit dem Taxi, was sagst du dazu? Hat's mir nicht eilig genug gehabt. Dicker Hund, was? Nicht mehr anrufen. Meinst du auch? Du Luder, du. Na ja. Na, ich komm dann. Wie lange hast du zu arbeiten? Bis 2? Na, sag deinem Chef. Nicht so lange. Also, ich hänge jetzt auf. Na klar, nehme ich mir ein Taxi. Was die Alte kann, kann ich schon lange. Aber ja, wenn das rauskommt. Also, Küsschen. 20 Minuten. Hier, ich bin Stoltemann. Ich muss Ihnen dann sprechen, ja. Stoltemann, ja. Nein, ich bin nicht im Haus. Was? Nein, ich bin eben nicht im Haus, sonst wäre ich ja da. Das ist sehr dringend. Ich danke schön, Fräulein. Ja, das ist so gut. Bitte. Wenn der mich ausschmiss, gehe ich ab vom Theater. Das schaffe ich nicht. Intendant, ja. Intendant, hier ist Stoltemann. Sie wissen alles schon, ja. Es ist furchtbar. Ich bin auf Verzweiflung, Intendant. Ja, ich weiß, ich bin ohne Urlaub weg, aber es hätte ja alles klappen können. Dann, wir haben einen solchen Nebel plötzlich. Tempelhof. Berlin, ja. Wir kommen nicht weg. Ich komme nicht weg. Ich habe alles versucht, alle Maschinen. Ja, es ist eine reine Waschküche, Herr Intendant. Was soll ich denn machen? Intendant, Sie können die Rolle nicht umbesetzen. Intendant. Das ist die Rolle meines Lebens. Ich warte doch mein ganzes Leben auf den Lier. Das wissen Sie doch, Intendant. Und der Erfolg, den wir hatten. Aber lieber, Intendant, die Kritiken waren doch... Ich habe auch selbst gelesen, wie Schneider geschrieben hat, dass, als Stolpern auftrat, da war nur noch Wahnsinn auf der Bühne. Herr Intendant. Ich möchte Sie mitteilen zu müssen, dass für alle Flüge aus Westdeutschland aufgrund der anhaltend schlechten Wetterlage augenblicklich in Berlin keine Landemöglichkeit besteht. Aber es geht doch nicht ums Geld. Also Chef, hören Sie mal, da müssen Sie mich wirklich kennen. Bitte? Nein, wegen Geld, Frau Mensch, bitte Mark erwerben. Moment, lieber Intendant. Du, da war eben die Frau, die voriges Jahr bei Dr. Seiler die Aufwartung gemacht hat. Wer ist denn Dr. Seiler? Der Zahnarzt von meinem Mann. Jawohl, Dr. Seiler. Wenn die vorbeikommt, dann haben wir uns natürlich nur zufällig getroffen. Ich warte auf meinen Mann. Wieso hast du so viel Angst? Du wirst doch nie wiedersehen. Glaubst du nicht im Ernst, dass wir heute da noch wegkommen? Aber natürlich, ich habe mich doch erkundigt. Es geht bestimmt eine Maschine weg. Ich habe gespürt, dass was schief geht. Jetzt ist sie weggegangen. Enzo, bitte. Komm, gehen wir doch in ein Hotel. Ich kann ja morgen da sein. Nein, die Zone kann ich nicht. Die Zone kann ich doch nicht. Das sieht doch auch nicht. Das ist es ja. Ich bin morgen da, dann gehen wir morgen Nachmittag. Nachmittagsvorstellung vom Lier. Und warum? Ein paar Striche? Das war so ein bisschen lang. Doch, Intendant. Aber ich spiele doch, was Sie wollen, Intendant. Ich tue Ihnen jeden Gefallen, wenn Sie einmal Mitleid haben. Intendant, ich hänge doch am Theater, an Ihrem Theater, Herr Generalintendant. Wirklich, Herr Generalintendant. Sie täten mir... Ja. Bitte? Aber bitte, Herr Intendant. So eingeschlossen, Herr Kent. Hallo. Thank you.
gratulieren. Was glauben Sie, wie lange wird es denn nun überhaupt noch dauern? Wir haben ja gehört, dass Sie nicht abgegeben haben. Ich kann bei Mebel niemand voraussagen. Ich möchte gerne in der Runde nach Düsseldorf. Das ist mir furchtbar leid. Die Stessi, Sylvia Stessi. Sylvia Stessi aus Rote Glut. In Süß ist die Liebe, im Walzertal war sie oft drin. Mein Name ist Werder. Wir kennen uns irgendwo hier. Waren Sie nicht bei Mixed und Genest in Hamburg? Bestimmt nicht. Sagen Sie mal, fliegen die heute wirklich nicht? Ist wirklich Nebel? Das haben Sie nicht gewusst? Die machen Schluss hier heute. Fahrzeiten der Züge. Wir haben ich muss heute unbedingt noch nach Düsseldorf. Meine Frau hat eine schwere Entbindung und hat Thrombose. Ich mache Sie verantwortlich. Gratuliere! Ich bin Sylvia Stössi. Ich war festgebucht für München. Was wird denn jetzt, wenn Sie nicht fliegen? Wäre ich doch bei der Air France geblieben, die fliegt wenigstens immer. Bei der Suppe fliegen nicht mal die Russen, Fräulein. Kann ich mal bitte Ihr Ticket sehen? Also, aber Sie kommen ja einfach angeschossen, ich warte schon eine halbe Stunde hier. Was erlauben Sie sich denn? Fassen Sie mich noch einmal an und ich knall Ihnen ein paar. Aber bitte, der Fall ist ganz einfach. Sie sind nicht abgefertigt, obwohl... Sie hätten früher kommen müssen. Wer nicht abgefertigt worden ist, hat weder Anspruch auf ein Abendessen noch auf Bezahlung der Übernachtung. Wo waren Sie denn? Ich war beim Friseur. Ist das verboten oder bin ich vielleicht zu spät gekommen? Leider, Fräulein Stössi. Wir wünschen den Fahrgastwagen Lisa! Hallo! So, wo kommst du denn her? Lisa! Was machst du denn hier? Oh Mensch, hast du einen tollen Mottenpfiffi an? Bist du schick? Was hast du denn vor? Ja, aber ich dachte, du bist noch in Rom. Stell mich doch mal vor. Herr Schreiber? Lisa. Oma, bring noch eine Flasche. Da setzen Sie sich. Sind Sie allein? Dann warst du es also doch. Ich habe doch gleich zu Gisela gesagt, da vorne geht Lisa, aber sie wollte es mir natürlich wieder nicht glauben. Warst du vielleicht mit Wolfgang Spitz zusammen? Ja, so gut, ich bin mit ihm hier. Wo ist denn der Halunke? Er telefoniert noch. Wir sind eigentlich mit deinem Geschäftsfreund verabredet, aber ich habe das Gefühl, er kommt niemals an bei diesem Leben. Wo telefoniert er denn? Der darf uns nicht entwischen. Na warte doch, er kommt doch gleich. Ach, diese Warterei ist einfach grässlich, ich bin vollkommen fertig. Aber jetzt erzähl doch mal, wo hast du denn den Nerz her? Das ist doch der von Marlene Spitz, den kenne ich doch. Ihr redet doch irre. Hallo, vielleicht können Sie mir noch sagen, dass ich morgen wahrscheinlich sowieso in Frankfurt wäre, vormittags. Was? Sagen Sie ihm, dass ich in Düsseldorf wäre! Hör mal, ja. Da landet eben noch eine. Da landet gerade noch eine Maschine. Ich rufe wieder an, vielleicht ist er dabei. Sag mal, wen erwartest du denn um Gottes Willen? Ein ziemlich großes Tier. Entschuldigung, ich bin ziemlich nervös. Da sind ja noch mehr Neger. Was wird hier eigentlich gespielt? Was ist los? Was sagst du dazu? Das schwankt ja.
weit komme ich ohne Geld? Du stellst dir das so vor. Ich habe mich nicht mal abgeschminkt, so habe ich mich beeilt, um zu dem Friseur hier zu kommen. Und wie ich am Schalter war, ist doch alles noch prima gewesen. Wie hätte ich denn das ahnen können? Ich hätte doch nicht meinen letzten 10-Markschein ausgegeben. Der Idiot, der guckt immer noch. Was? Du Blöde, ich hab dir doch gesagt, die haben es auf Gagenschein gemacht und die Lohnsteuerkarte schicken die doch nicht. Was soll ich denn da machen? Du bist gut. Ja, also, Hauptsache du bist zu Hause. Ich kann ja sehen, wo ich bleibe. Vielleicht lache ich mir einen Kerl an. Berlin ist sauer, kann ich dir sagen. Und froh, wenn ich wieder in München bin. Also dann, bis morgen früh. Wenn ich mitkomme. Tschüss. Haben Sie Feuer? Pardon? You, sir? That would be wonderful. Miss Elgard. Elgard? Da fahren wir eben zu meinen Eltern. Ich habe die Pension Eltern angerufen. Da kriegen wir sicher noch ein Doppelzimmer. Sagen Sie, Pilzer, was kann so ein Taxi nach Hannover kosten? Was weiß ich, vielleicht 500 Mark? Was? Naja, vielleicht 500 Mark hin und zurück. Ich will ja nicht zurück, bevor ich da bin. Was stolz bei den Schulden Sie mal. Bis jetzt sind Sie doch selbst schuld daran, nicht? Was? Verstehe euch Künstler manchmal auch nicht. Einmal da verstehen, wollte ich... Verstehen, wenn ihr es nicht fühlt, dann wird es nicht erjagen. Ja, einmal ist von der großen Kunst die Rede. Und dann seid ihr wieder scharf auf Geld und kriegt den Hals nicht voll genug. So, so. Na, und wie stehen Sie nun da? Wie ein begossener Pudel, nicht? Ha, hier in Berlin. Und der Intendant zahlt in Hannover die Gage aus und schickt die Leute nach Hause. Ich will Ihnen aber sagen, das geht Sie einen Scheißdreck an! Sie Bürger schippen Sie! Uns teilen Welten! Herr Pelzer, aber Welten! Pass dir auf! Mann, so wichtig scheint dieser Geschäftspartner schon nicht gewesen zu sein. Kommt eben morgen, oder? Nein, natürlich nicht. Finde ich jedenfalls sehr nett, dass Sie mich verdammt. Wäre doch schon sehr wichtig gewesen für morgen früh. Wir kommen dann in die Bonauberge. Bonauberge. Da führen wir uns mal ein anständiges Steak zu Gemüte, was? Also, dann bis gleich. Wollen wir nicht lieber ins Fett? Nein, die Bonauberge! Und dann erst doch von Marlene Spitz. Ich möchte überhaupt nicht über Chinesisch essen. Bleib euch Sonntag Chinesisch bei mir ein. Ich koche den Reis selbst. Und was jetzt? Ich bin fertig. Könntest du aber nicht vielleicht... Was? Ich meine, wenn Kallmeier morgen früh kommt. Kallmeier kommt nicht. Er hat gar keine Zeit. Er wäre heute gekommen, oder siehst du? Nebel. Morgen früh fährt er schon nach Düsseldorf. Er wäre sowieso nicht hier ins Hotel gegangen. Ne? Er wäre mit uns ausgegangen. Wir werden ihn zum Flugplatz gebracht. Er hätte mir seine Unterschrift gegeben und alles wäre in Ordnung gewesen. Das weiß ich. Ich hätte die Unterschrift gekriegt. Und die Bank, könnte denn deine Bank nicht... Ich muss das Haus verkaufen. Der Betrieb gehört mir sowieso nicht mehr.
Die Bank. Die Bank, die wird mich morgen ins Gefängnis bringen. Das ist doch Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, ja. Aber du hast mir doch gesagt, dass der Betrieb die größten Umsätze gehabt hat. Ja, ja, das stimmt ja auch alles. Aber trotzdem gehört mir nichts mehr. Ich habe spekuliert, Lisa. Spekuliert und verloren. Der Aktienkurs ist in den Keller gelandet. Ich habe Wechselunterschriften gefälscht. Und morgen... Morgen, da kommt es raus. Welche Unterschriften hast du gefälscht? Von Herrn Rechtsanwalt Achtel zum Beispiel. Achtel? Ja. Hat mir ein paar Mal größere Summen gegeben. Ja, was sind deine Frau? Die weiß von nichts. Oh, Wolfgang. Wolfgang. Glaubst du, dass der flott ist? Ich weiß nicht, du kennst ihn doch gar nicht genug. Er ist doch eingeladen zum Essen. Das Gefühl, der mag mich. Oder dich. Schreiber ist doch ein großer Spediteur. Das ist mindestens 5 Millionen um im Jahr. Wenn der mir für 300.000 Mark bürgt, nur für eine Woche. Wolfgang. Inzwischen fliege ich sogar mehr nach Düsseldorf. Wolfgang, um Gottes Willen, du glaubst doch nicht im Ernst, dass er dir heute Nacht noch 300.000 Mark borgen wirst. Eben warst du noch im Gefängnis. Jetzt fängst du hast doch keine Ahnung von Geschäften. Wenn ich so denken würde wie du, dann hätte ich es doch nie zu was gebracht. Wenn dann nur heute Nacht. Ich habe schon ganz andere Sachen fertiggebracht. Nicht Feierabend. Du Sklavenhalter, du. Sei froh, dass du auch noch wen findest, der dir die Bedienung macht. Heirate doch, dann brauchst du nachts nicht mehr zu arbeiten. Ein Kumpel hat dir gehört. Hast du das gesehen? Hat ihn einfach vom Stuhl gehauen. Ich bin mal zurück. Ruhe lassen, was hat er euch denn getan? Ist das nicht auf mich wartet. Obendrein habe ich jetzt Feierabend. Lass ihn in Ruhe oder ich gehe nach Hause. So, mach mal keinen Ärger. 5 Bier, ja bitte. Pass auf, still, Ernst, ich kann es doch auch nicht ändern. 5 Bier! Wusste ich denn gar nicht auf heute Abend? Warum? Weil ausgerechnet heute, wo wir mal eine Nacht für uns haben, Mainzer Karneval ist. Ich kann auch nicht ewig dauern. Weißt du, wie spät es ist? Kurz vor Mitternacht. Um 5 geht mein Flugzeug. Um 5? Ich hab gedacht um 7. Nein, 5. Oh, so glücklich seht ihr beiden auch nicht aus. Das Bier ist fertig. Ja. Dauernd Ärger mit dem Apparat. Ja. Schönen Dank, Wiederschauen. Weißt du, wo ich jetzt wäre, ohne den Nebel? Über Mittelmeer. Mainz in Kaido und morgen früh in Karachi. Ich glaube, den haben wir hier bekommen. Unfortunately, this flight only leaves on Wednesday.
And if you want to leave today, you must use the Amsterdam-Paris route via Casablanca, Conakry, Monrovia and Accra. Is that okay? Hmm. Can I see this? There you are. Uh-huh. Yes, I think I know what I'll do. What's that? Leave by the last one? I'll stay in Berlin. In Berlin? Yes. What can you do in Berlin? Well, what are you doing tomorrow? What do you think? Well, I think you're taking a day off. What about it? Oh, my goodness, you must be crazy. My boss would fire me right away if Then quit. Just but he quit. Just gave me the job. I just got the job last week. I got 1,000 new jobs for you. 1,000? And where is that? Well, say, in Johannesburg. My goodness, I'd have to be crazy to go all the way down there. Oh, well, if you don't like Johannesburg, you can go to Kenya and watch the game. Oh, yes, that I've always wanted to go to Nairobi and to see Mount Kilimanjaro. Well, that's in Tanganyika. That's in Tanganyika, never mind, but we can watch the little baby elephants there. Oh, beautiful yes. Trumpets they have, little ones. Oh, I'd love to. Gosh. Well, what about it, Juanita? Hmm? It's a nice thought, I must admit. So tempting. Well... What I have to do now, I think, is close the office. It must be awfully late, no? No, forget about the time. Now, look here. Might be coming in a plane. You never know, you know, but... I think we should arrange something about this job. I think it's a very sound idea. Right, you mean managing a diamond mine in Johannesburg? For instance, yes, or gold. Or coal, gold. Sagen Sie mal, Sie kommen mir so wahnsinnig bekannt vor. Hatten Sie nicht vorhin da am Schalter so einen kleinen Zoff gehabt? Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle? Karl-Heinz Neumann, Düsseldorf. Kugellager. Genau. Hotform, Harvey Heinrich, Paul. Das ist ja ausgezeichnet. Landmaschinen. Ja, sagen Sie mal, Sie haben da bis vor 2 Jahren noch in Leipzig ausgestellt, ja, ne? Ja. Wie war das vorhin da? Ich habe da gehört, Sie hatten da mit Ihrer Frau einen Unfall gehabt oder so etwas. Meine Frau hat ein Kind bekommen. Das ist ausgezeichnet, Mensch, ich gratuliere. Herr Ober, bringen Sie doch mal 2 doppelte Korn, bitte. Nicht doch. Mensch, geht doch alles auf Spesen bei mir. Bei mir? Herr Ober, 2 klare. Was denn, 2 oder 4? 2. Nein, bringen Sie 4 auf meine Rechnung. Also wissen Sie, muss ich Ihnen sagen, Berlin, 24 Stunden, das ist ja schon eine Wolke. Aber trotzdem, wenn ich nach Hause komme, nach Düsseldorf, also nee, fühle mich immer wiederholt. Ich muss Ihnen ehrlich gestehen, so richtig warm werde ich in Düsseldorf nicht. Wie lange leben Sie denn schon in Düsseldorf? Seit 51. 51? Ich bin seit 55 da, aber der Laden läuft. Ja, bei mir auch, nicht? Mhm. Wo wohnen Sie denn in Düsseldorf? In Oberkassel. In Oberkassel? Mensch, Mauser kennt Theater. Bis vor 2 Jahren habe ich in Oberkassel gewohnt. Sind wir immer aneinander vorbeigelaufen. Ne? Genau. Na, Prost, ja. Übrigens, da fällt mir Folgendes ein. Ich habe da noch auf dem Boden einen sehr gut erhaltenen Kinderwagen zu stehen. Wäre doch was für Sie? Ich glaube nicht, dass meine Frau mit dem alten Wagen einverstanden ist. Dann hören Sie mal zu, kommen Sie Freitagnachmittag um 3 mit Ihrer Gattin zum Kaffee zu uns. Wäre doch herrlich. Die Frau liegt doch fest. Na, dann kommen Sie Sonntag. Ja, die Entbindung. Ach so, ja, die Entbindung, ja. Warten Sie immer noch? Wollen Sie... Kann ich Sie vielleicht zum Essen einladen? Sind Sie verrückt? Wofür halten Sie mich eigentlich? Entschuldigung, aber ich habe gerade frei und... Ich dachte, Sie haben kein Geld und... Und? Was? Entschuldigung, soll mir nicht mehr passieren. Ich warte noch auf jemand. Ja, bitteschön. Komm, lass uns gehen. Zahlen, bitte. Komm schon. 1,70 Mark, bitte. Danke. Ja.
Die Dame, bitte. Ich muss noch mal raus. Ich habe natürlich bis zuletzt versucht, die Konkurrenz rauszuhalten. Aber die Investitionen in meinem eigenen Betrieb haben meine Reserven bis auf den letzten Pfennig erschöpft. So geht's uns allen, mein Lieber. So geht's uns allen. Ich habe vorige Woche in Hamburg mit Seebohm geredet. Ich habe ihm gesagt, wenn er nicht von den 5,5% runtergeht, dann könnte er auch gleich aufhören, Autobahnteilstücke zu bauen. Dann gibt es nämlich in 5 Jahren keine Laster mehr, die darauf fahren können. Herr Lange. Hast du da was? Noch ein Fläschchen. Die gnädige Frau möchte Sekt. Was habt ihr denn da? Nein, danke schön. Vielleicht ein Kaffee. Kaffee und Cognac. Kaffee und Cognac, sehr wohl. Sag mal, du kennst doch den Tillmann auch, oder? Tillmann, wieso? Ach so. Jetzt bist du also wieder bei deinem Lieblingsthema. Wolfgang, könntest du nicht vielleicht noch mal mit dem Senat sprechen? Es ist zu spät, Lisa. Außerdem finanziert der Senat doch keine Exportgeschäfte. Jedenfalls nicht von einer Nacht auf die andere. Von was redet ihr eigentlich? Ich verstehe mal Export. Kinder, ihr seid wirklich widerlich mit euren Geschäften. Und Lisa, jetzt fängst du auch schon an, dich darum zu kümmern. Was liebst du, wenn es um 300.000 Mark geht? 300.000? Oh, Mensch, Wolfgang, du bist ja wirklich eine Partie. Wenn ich daran denke, wie du noch vor 10 Jahren 300 Mark nachgelaufen bist. Na, du hast ja wirklich ein Gemüt wie ein... Na, wann hätte ich was gesagt? Du, hör auf. Seit ich euch kenne, hackt ihr aufeinander rum. Lockerchen, du bist der einzige Scheidungsanwalt, dem es nicht gelingt, sich selbst scheiden zu lassen. Ist ja heute besonders komisch, J.M. Entschuldigt bitte einen Moment, ich bin gleich wieder da, ja? Lasst euch nicht stören. Übrigens, vielleicht darf ich noch mal darauf zurückkommen, Herr Schreiber. Wenn Sie mitmachen, ist das Geschäft schon fast gelaufen. Ist gar keine Frage. Der Blödsinn ist nur der, dass das alles irrsinnig schnell gehen muss. Wir müssen uns praktisch heute Nacht noch einig werden. Wo ist die denn hin? Lisa ist mal immer rausgegangen, die kommt gleich wieder. Also was glauben Sie? Hören Sie mal, mein Guter. Kommen Sie morgen früh um 11 Uhr in mein Büro und dann reden wir drüber. 11 ist ein bisschen spät, das schaffe ich nicht. Ich muss nämlich nach Düsseldorf, wichtige geschäftliche Sache, verstehen Sie? Aber hören Sie mal, es hat doch keinen Zweck, jetzt über so ein Geschäft zu reden. Da muss ich doch wenigstens ein paar Unterlagen sehen. Was ist denn mit dir? Bist du müde? Warum? Hab ich was gesagt? Danke. Gehen wir. Geige schlägt mir auf die Verdauung. Bleib mir hier! Lassen Sie mich los! Ich habe nichts getan! Kommissar! Wascher! Lassen Sie mich trinken! Wieder, ich rufe die Polizei! Sie dreckiger Italiener, Sie! Sie. Das kommt mir her! Klimpern ein bisschen auf der Gitarre und meinem die Frau wegnehmen. Ich? Aber ich rufe die Polizei. Wir leben in einem Rechtsstaat. Sie abputzen Häuptling, Sie Pyramidenputzer, Sie. Was kann ich dafür, wenn Ihre Frau wegläuft? Sie Schwein, Sie Dreckiges. Aber nur damit Sie es wissen. Eher bringe ich euch beide um. Eher bringe ich euch beide um.
I'm living, actually, in this place here. This is the banana. Bananas as well? Mm-hmm. Good Lord. Coffee. Fantastic. This is the bungalow. Mm-hmm. The Blue Lagoon, near Mombasa. Oh, well, those are such far-off names, one can never possibly imagine ever being able to get to such countries. Well, as we were talking about it, I mean, it sounds a little bit unusual, let me put it that way. I came here to Berlin. I've been here only a few hours. I've met you, never met you before, and tomorrow I'm going away, and maybe I'll never see you again. But wouldn't you possibly consider of coming with me? I mean, the bungalow is waiting for you, and you can have your own servants, your horses, and everything. And, well, I'd be very happy. Maybe you could fly over via Athens. I haven't seen Athens yet. Make a kind of holiday out of it. Well, I have one thing to reply to that, is that I don't think KLM flies via Athens. But 1 minute, I'll go and see. Well, is there any KLM plane touching Athens? You know, I've been thinking maybe tomorrow morning early we could go to the doctor and you could have your shots. Shots? Uh-huh. Yellow fever. It's very important. And then this Consul Snyders, you know, he's an old pal of mine. Maybe he could clear your visa and we would just be in time to catch the 1305 plane to Athens. To me, it sounds completely impossible. Now, look, Juanita. Please, sir. This really is an aquarium. Komm doch her. Du. Wenn du dauernd nach ihm guckst, magst du auch nichts besser. Enzo. Komm. Bitte. Du musst mit ihm sprechen. Ich? Das ist deine Angelegenheit. Bin ich mit ihm verheiratet oder du? Du bist ein gemeines Arsch. Hier habe ich alles verlassen, meinen Mann, meine Familie, meine Existenz. Schöne Existenz. Du hast mir immer gesagt, dein Mann wird nie Schwierigkeiten machen. Und jetzt, wenn er jetzt mit der Polizei kommt, ich mit meinem Pass. Er geht nicht zur Polizei, das kann er sich nicht erlauben, wegen seiner Karriere. Ich kenne Ehemänner. Das kann ich mir vorstellen. Wenn es drauf ankommt, dann vergessen sie alles. Geld und Karriere und alles. Wer da vor mir gestanden hat, da hat er verliert den Kopf. Der liebt mich eben. Bravo. Ja, gelernt ist gelernt. Bravo. Wir haben ja schon 1928 in der Kegelbude von Ole Pfeffke, der großen Fangkolonie, jeden Abend die Kugel geschossen. Da waren wir noch schlank und spartiv, verstehst du? Große Frankfurter, wo haben wir denn die? Die ist doch jetzt gerade... Ja, das ist jetzt Stalinallee. Ach, die ist doch schon vorher große Frankfurter. Spitzen Sie mal. Ihr Freund ist doch eine Berlinerin, ne?
Nein, Lisa stammt aus Rumänien. Sie ist sogar dort geboren, aber sie ist als kleines Kind schon nach Berlin gekommen. Und wie lange ist die mit Ihnen? Ich meine... Aber überhaupt nicht. Wir waren vor 5 Jahren mal eng befreundet, bevor ich geheiratet habe. Ah, ja, ja, Sie sind verheiratet. Ja, ja, sehr gut sogar. Wir haben 2 Kinder. Der Nächste, bitte. Hallo. Na, was ist denn los, Wolfgang? Wo geht denn Schreiber hin? Ich denke, wir machen Spiel. Ah, hier, Time is Zeit. Was ist los? Hören wir auf? Das hat sich doch kaum gelohnt. Na, lass ihn doch mal. Spielen wir allein weiter. Komm, tu mir den Gefallen. Bei dem Spiel ist das Wichtigste Entspannung. Ich hab dir schon den ganzen Abend kleine Gefallen getan. Was ist eigentlich los mit dir? Warum sagst du es mir nicht? Das hat keinen Zweck, Doktor. Diesmal hilfst du mir nicht mehr. Du bist ja verrückt. Doch. Warum reden wir nicht mehr darüber? Es hat keinen Zweck. Der Herr ist dran. Sag mal, machst du Geschäfte mit Schreiber? Pass auf, du, dem bist du nicht gewachsen. Das ist jetzt ziemlich egal. Wenn es der Teufel persönlich wäre, Hauptsache er beißt an. Thema. Wie viel brauchst du? Na, du kommst schon. Es ist ja nicht das erste Mal, dass du kommst. Es ist zu spät. Du brauchst bis morgen früh um 9 Uhr. Das ist viel zu viel. Wie viel? 300.000. Wäre ja alles in Ordnung gewesen, wenn Kallmeier gekommen wäre. Du kennst doch Kallmeier. Ja, du brauchst mir nichts von Kallmeier zu erzählen. Aber du musst ja nicht ganz bei Trost sein, wenn du dir eingebildet hast, du könntest heute nach 300.000 Mark von Kallmeier bekommen. Braucht er doch nur seinen Auftrag. Das ist doch wie bares Geld. Auf seinen Auftrag hin hätte ich von der Bank jeden Kredit bekommen. Das weißt du ganz genau. Ja, aber nur ist er nicht gekommen, nicht? Ach komm, was soll schon passieren, wenn du morgen früh die 300.000 Mark nicht hast? Heute. Ja, ja gut, heute früh. Wechsel, was? Der dritte Tag, wie? Der erste. Der erste? Wieso? Verstehe ich nicht. Da hast du noch 3 Tage Zeit. Ach, sag mal, das kann es überhaupt nicht so schlimm sein. Für den, der zahlen soll, schon. Was? Für den, der zahlen soll, schon. Was heißt das? Hallo. Die Unterschrift stimmt nicht. Die Unterschrift stimmt nicht? Wieso? Das... Mensch, du hast... Die Unterschrift sind gefälscht. Die Unterschrift sind... Von wem? Wer ist es? Du musst doch wahnsinnig sein, Mensch. Du kommst dafür ins Gefängnis, ist dir das klar? Dr. Leben. Das sind die Weiber. Warum geht er denn weg? Hat er was gegen uns? Sie sollten sich ein bisschen um Ihre Freundin kümmern, Herr Spitz. Herr Spitz? Ja, was ist denn? Das frage ich Sie. Verstehe nicht. Was meinen Sie denn? Wie finden Sie das Bild da drüben? Was denn? Und Sie reisen deswegen dauernd zwischen Berlin und Rom hin und her? Finde ich ja ganz schön beschurren, muss ich sagen. Aber Mannequin ist ein Beruf wie jeder andere, Herr Schreiber. Ich glaube, wenn man Sie bei der Arbeit als Großspediteur oder Millionär sehen würde, wäre es bei einem normalen Menschen sicher sehr komisch, glauben Sie nicht? Ja, Sie haben bestimmt die falschen Vorstellungen von einem Millionär. Ich sitze täglich meine 10 Stunden ab. In einem Schreibtisch, wenn Sie den sehen würden, würden Sie sagen, sowas gibt es gar nicht. Ich bin schwer arbeitender, einfacher Mann. Immer noch, trotz der Millionen. Über Nacht, da reisen Sie so ein bisschen hin und her. Hm? Ist ja gar nicht so wild, Kindchen. Ich brauche ein bisschen Bewegung. Ich brauche ein bisschen Betrieb, sonst geht das ja gar nicht. Sind Sie eigentlich verheiratet? Natürlich. Wer ist denn nicht verheiratet? Die zweite Frau. 4 Kinder zusammen. Aber das ist allerlang hin und her. Und sie hat ihr Häuschen im Grunewald. Die Kinder sind über alle Berge. Aber reden wir nicht drüber, das ist Vergangenheit. Will ich haben mit. Na, steh richtig nicht auf.
Lisa ist ein merkwürdiger Name. So, finden Sie. Eine Putzi ist früher so bei mir. Du interessierst mich. Du interessierst mich einfach. Mit Spitz verheiratet, oder? Aber hast du was mit ihm? Ich bin nur sehr überrascht, Herr Schreiber. J.M. 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 Schreiber. Sag J.M., das sagen sie alle. Lisa, du interessierst mich. Du bist die Frau, die mich interessiert. Ich bin ein einfacher Mann. Ich kann nicht so wie der Spitz. Ich sag alles frei heraus, wie es ist. Ich will dich. Trinkst du einen Kaffee bei mir? Sie sind auch Schauspieler, ja? Auch ist es. Ja. Haben Sie einen Bleistift oder irgendwas? Haben Sie auch in Tempelhof gedreht? Nein, ich drehe nicht. Ich spiele in König Lear. Danke, danke, mein Kind. Wie heißen Sie denn? Silvia Stössi. 2S? Ja. Liebe Stössi, zur Erinnerung an eine sehr lange Nacht. Sie kommen auch nicht weiter, was? Ja, also. Danke, mein Kind. So. Das bin ich als... als Egmont. Was? Brauche ich doch für mein Herz. Ich habe jetzt 3 Zentner Winterkartoffeln gekriegt zum Einkellern. Alle blau und süß. Die reinsten Schweinekartoffeln. Reis. Wieso Reis? Reis. Ja. Die sagen auch, wo ich eigentlich meine Reisetasche hier lassen. Was deine da drüben stehen lassen im Restaurant? Ja. Aber Mensch, Junge, Reis macht doch fett. Nee, nee. Guck mal, Reis hat ja lange nicht so viel Wassergehalt wie der Kartoffeln. Viel gesünder. Die wollen Chinesen und die Inder, die wussten schon, was gut ist. Ich habe ja früher, wie ich noch Fußball gespielt habe, auch eine Menge Reis gegessen. Was denn, du hast Fußball gespielt? Mhm. Was mit der Figur? Ich war linker Verteidiger. Mhm. Wo denn? Kick doch mal, die sitzen hier immer noch da. Do you really think we need 2 children's rooms? Oh, yes, at least. I mean, you love children, don't you? Yes, I do, I think. I mean, up until now, I've only thought about horses, but... Well, you need somebody to ride those horses. How many kids do you want to have anyhow? I think not more than 2. Is that okay? 2? 6 I need. 6? 6 sons. Oh, my goodness. Oh, who's going to look after this coffee, after all? I don't know, but it sounds like quite a lot of work for me. Well, look, and one 6 favorite sons. Daughter. One favorite daughter, okay? Yes, one daughter. That I really would love to have one daughter. Mm-hmm. Especially if she could be called Pamela. And one son also, called Maximilian. Don't you like those names? Maxi what? Maximilian. You know, like the Emperor of Mexico, Maximilian. Maximilian McLeod? Never. Never in my life.
No, over my dead body. I think Maximilian McLeod sounds... I mean, it's wonderful. No, I don't want to see Maximilian McLeod in the Times. Never. Now, listen, John McLeod, if you really want me to get on that plane with you tomorrow, our son must be called Maximilian. Philip will be his name. Who's that? I don't know who he is. It's just one of the many thousands of people that come by here. You don't know him? No, it's just, you know, I know their hands, I know their pocketbooks, but I don't know their faces. Mm. I can't recognize all those 3 million people that come by. Well, he looks as if he knows you. Would you like some more coffee? I think it's awfully cold. I could make you some more if you want. No more coffee for me. Weißt du, was eine Hippe ist? Ein sichelähnliches, krummes Gärtnermesser. Und ich habe immer gedacht, das wäre meine Frau. Hast du noch was zu trinken? Und wieder deine Frau. Kannst du nicht an was anderes denken? Jetzt liegt sie mit ihrem Nachthäkchen im Bett und betet, dass ich nicht abstürze. Ha, was glaubst du, was die macht, wenn du dauernd auf Montage bist? Möchten Sie auch eine? Oh ja, gern, bitte. Danke. Sind Sie denn Fisch? Wassermann. Das ist dann dasselbe. Sagen Sie mal, ist ein bisschen kalt so. Ach, nur ein bisschen. Der Mantel ist so schwer, da zittere ich lieber. Sagen Sie, was ist denn das für ein Mantel? Liebe. Der passt mir überhaupt nicht. Den habe ich mir von einer Freundin geliehen, für eine Filmaufnahme. Ich habe heute gefilmt in Tempelhof. Edgar Wallace. Edgar Wallace? Mhm. Was denn? Der Zinker? Zinker? Die haben ja alle so komische Titel. Entschuldigung. Entschuldigen Sie. Was für Instrument spielen Sie denn? Are you playing an instrument? No, I'm a singer. A Sängerin, singer. Are you American or? No. English? No. But this is your bag. Are you from Newport? No. To a place. Nie chcę tam. No, że mi się podobasz.
Jugoslawien. Russki? Jestaście Polakami? O, pan mówi po polsku? Ja radiłem w Rosji. Harry, komm doch mal her. Hier sind lauter Polen. Seid ihr Musiker? Natürlich. Wir haben ein Jazzfestival schon in Newport. Dann spielt doch mal einen. Co? Teraz o tej porze? Dobrze, ale przecież tutaj nie ma żadnego fortepianu. Czemu nie? Może być fajna zabawa. Was ist denn hier los? Die wollen Musik machen, aber die haben kein Klavier. Ach so, das sind ja die Polen. In dem Ami-Club drüben steht doch ein Flügel. Hm? Komm mit. Komm. Was ist denn los? Weiß ich auch nicht. Mit. Er sieht doch ein Geschäft ein, das muss ihn doch interessieren, so ein Typ wie ihn. Aber außer mir reizt ihn heute Abend überhaupt nichts mehr. Süßes.
habe ich dir doch gesagt, das weißt du doch. Du weißt doch auch, was für mich dabei auf dem Spiel steht. Mein Gott, ich gehe ins Gefängnis. Na, Schönste, wie sieht's denn aus? Wann sind Sie soweit? Moment noch. Herr Spitz möchte gerne noch was mit Ihnen besprechen. Mhm. Seien Sie denn wieder. Moment, ich komme gleich. Mir ist die Situation jetzt klar. Wolfgang braucht Geld und Lisa soll es ihm beschaffen. Also kommen Sie morgen früh. Morgen früh um 9 Uhr, wir werden dann sehen. Oder es ist auch noch zu spät. Lassen Sie aber die Hose mal runter, mein Junge. Wie sieht's denn wirklich aus? Wenn ich Ihnen helfen soll, müssen Sie schon auspacken, aber nicht scheibchenweise. Sonst lernen Sie J.M. Schreiber am Ende noch von der schlechtesten Seite her kennen. Ich bin in Ihrer Hand, J.M. Habe ein dummes Ding versucht. Ein paar Wechsel. Ich habe die Unterschrift von Herrn Rechtsanwalt Dr. Achtel gefälscht. Dreimal. Es ergibt die Summe. Wir können! Ja, denn? Ja, also dann, ich muss dich morgen an. Ja, vielleicht komme ich dich später an. Gute Nacht, Süße. Sie brauchen ja nur Ihre Bank anzurufen, ein Telefongespräch, das ist alles. Machen Sie den Anruf selbst, Spitz. Rufen Sie die Polizei an. Wir hören voneinander. Notfalls durch die Zeitung. Lisa. Sagen Sie, geht die Uhr genau? Die Uhr geht auch mal richtig. Zigarette? Danke. Wir haben einen Wagen draußen. Wir können ein bisschen EFN hören. Warm ist es auch?
Noch was? Film the other day, about 4 hours. Have you seen it, The Longest Day? Mm-mm. You haven't? You're the only person I know who hasn't seen it. I've seen some of it. I was in it. Oh, my gosh. Since then, I prefer The Longest Night. That I can understand. Can you imagine? I was born in 1940. I was only 4 years old. I just can't imagine. 1940? Gee, how young you are. Never mind those people. 4 years old, 5 years old. Mich zur Tür hereinkam. Kommst du denn her? Vom Flugplatz, wo soll ich herkommen? Vom Flugplatz? Ja, wir waren schon. Komm, bitte, komm, lass mich ausreden. Wir waren auf der Rollbahn, war Nebel, haben wir wieder zurück müssen. Naja, kann passieren, ne? Zurück müssen? Ja. Jetzt? Wie spät ist das jetzt? Halb vier. Halb vier? Wo warst du denn zwischen halb vier und halb acht? Ein Bier getrunken. Ein Bier getrunken? Du lieber Gott, ich werde noch ein Bier trinken dürfen. Komm, jetzt fange ich wieder an, Untersuchungsrichter zu spielen. Ich werde noch ein Bier trinken dürfen. Nicht von halb acht bis halb vier, kannst du doch... Ich sage dir, ich war in einer Kneipe, hab versucht, unseren Chefkonstrukteur anzurufen, ihm zu sagen, dass ich wieder da bin. Hab ich drei Bier getrunken, ne? Von halb acht bis halb vier drei Bier, das ist doch unmöglich. Du lieber Gott, ich verblute hier halb, du wirst keine Ahnung sagen, ob ich nun drei oder vier oder zwei Bier getrunken habe. Wo bist du denn gewesen, um Gottes Willen? Ich sag dir doch, ich war in einer Kneipe, hab versucht, unseren Chefkonstrukteur anzurufen, hab... Das ist nicht möglich, von halb acht bis... Lass dich ausreden. Ich habe versucht, unseren Chefkonstrukteur anzurufen, haben da drei gesessen, am Rohr gespielt, hat mir sie mitgespielt, haben Bier getrunken, warum nicht? Poker gespielt, bist du mitgespielt? Na, wenn du Taxi fahren kannst, wenn ich weg bin, kann ich auch nur ein Poker Taxi spielen. Taxi fahren, mein ganzes Leben überhaupt noch nicht Taxi gefahren. Entschuldige, ich bin aus dem Ausgang rausgestürmt wie ein Eber, um dir nachzukommen, du warst mit dem Taxi weg. Ja, natürlich. Stimmt vielleicht nicht. Na, also, siehst du? Ja, gut, ich bin weg, du fährst Taxi. Das habe ich gern, für mein Gehalt. Ich lebe von meinen Diäten. Ich lebe von meinen Diäten unterwegs. Und du fährst Taxi. Natürlich, das spielt aber jetzt gar keine Rolle. Ich will doch nur wissen, wo du gewesen bist. Schmeiß mir doch nicht die Diäten vor, das ist ein ganz anderes Bild. Ja, ich sag dir doch, ich war in der Kneipe, da habe ein Bier getrunken, ein bisschen Poker gespielt, warum nicht? Halb acht bis halb vier, das ist doch unmöglich. Du musst doch irgendwo gewesen sein, um Gottes Willen. In der Kneipe, ein Lokal, wo man Bier kriegt. Kneipe von halb acht bis halb vier ist man noch nicht in der Kneipe. Wo warst du denn wirklich?
Was soll ich noch antworten? Was soll ich darauf sagen? Sag mir doch einmal, wo du... Oder ich weiß doch, worauf du hinaus willst. Sag's doch gleich. Sag mir doch, schau mich an. Ja, komm. Spiel kein Theater. Sag mir, wo du gewesen bist und guck mich dabei an. Warum soll ich angucken? Ich weiß doch, du bist hinaus willst. Sagen, ich war bei meiner Freundin. Darauf willst du doch hinaus. Hm? Eine Freundin habe ich, nicht nur eine, zwei, drei. Ich weiß es ganz genau. Das ist lächerlich. Für mich ist es eine todernste Angelegenheit. Das kann ich tun, dafür. Ich will weiter nicht als Komm, Kind, komm, jetzt bleib ruhig, leg dich wieder schlafen, leg dich schlafen. Ich muss sowieso zum Flugplatz jetzt. Ich bin nicht, wer kann denn jetzt schlafen in solcher Situation? Ich will doch nur wissen, wo du gewesen bist. Sag mir doch, wo du von halt ab bist. Hör doch zu, in einer Stunde geht mein Flugzeug bei mir jetzt weiter krakehlen hier, oder gibt's Ruhe? Kein Mensch krakehlt, du brauchst mir doch nur zu sagen, wo du gewesen bist. Du lass mich jetzt in Frieden, ich muss sowieso weg, ich muss sowieso zum Arzt, vorher noch, lass, gib jetzt Ruhe, ich gehe. Ist ja alles furchtbar wichtig, das sehe ich ja ein, aber ich will doch nur wissen, wo du gewesen bist von halb acht bis Kneipe, okay, Kneipe, sagen, Bier getrunken, wo er spielt. Gut, dann war ich bei meiner Freundin, hast du es lieber? Bei meiner Freundin, gut. Mein Gott, das ist doch eine Ausrede, das ist doch eine ganz andere Ausrede. Kein Mensch sagt, er war bei seiner Freundin, wenn er bei seiner Freundin war. Wenn ich dir sage, ich habe einen Mord begangen unterwegs, glaubst du mir es ja auch nicht. Also was soll ich sagen? Das ist ja absurd, du hast keinen Mord begangen. Lieber Gott, du sollst Menschennerven behalten. Deswegen komme ich nach Hause, schaue nach dir, ob es dir gut geht, um mich hier von dir... Ja, natürlich geht's mir gut, wunderbar geht's mir gut, das ist die reinste Ironie. Ist, ja, was soll ich denn sagen? Ich sag dir, ich war in der Kneipe, dann habe ich ein Bier getrunken! Aber doch nicht von einem 8 bis 1, 4! Mami! Papa! Wo ist Mami? Da! Ich halte es nicht mehr aus. Du hast ja tatsächlich die Kinder mitgebracht. Werde bloß nicht weich. Schließlich sind das die Kinder aus einer ersten Ehe. Was sollst du damit? Immer kommt er mit den Kindern. Mama! Mami! Rei du mit ihm. Ich gehe so lange weg. Ja, das glaube ich. Das gefällt dir. Wenn der mich anfasst, haust du ab. Ich? Die halbe Portion? Ich will bloß keinen Ärger mit der Polizei haben. Mami! Der hätte ich sonst mit einem Schlag fertig gemacht. Mama! Sascha! Mami! Ich verschwinde. Enzo! Enzo! Komm wieder! Du Schwein! Mascha! Papa, ich hab sie! Mascha! Angelina Alaska, clear to the South Korea port via Blue 1, commenting for level 90. Columbia point shoot 1. In a minute. My name is McLeod. Call me. Oh, Mr. McLeod. Yes. You want to go to London? Yes, definitely. Well, I've one seat left for you. When? Now. Oh, but I can't. Ah, but you have to hurry up straight away. Your luggage is on board. Now, look here. I mean, oh, well, I had to go. You'll have to do me a favor. Look, at the KLM, there's a blonde girl, Juanita. You know her? No, I don't. No, well, please explain everything what happened, exactly as it happened, you know? I couldn't go back now. Yes, yes, I will. Tell her... No, don't tell her anything. I'll write to her. I'll cable. I'll telephone. Look, would you mind buying some red roses? She knows about them. And tell her not to go to the doctor. Doctor? Yes, she understands. This is very embarrassing indeed. Is that the plane? Yes, it is. Taxi! Da. Schon wieder voll. Du, da kommt einer. Ja. Hallo! Quittung? Nein, ich brauche keine Quittung. Fahren Sie nicht weg, die Taxe ist besetzt. Ich darf es nicht, Sie müssen einfach hinten Ich warte schon 20 Minuten, die Taxe ist besetzt. Komm, mein Hilfschen, komm. Wie viele Personen sind es denn? Und Gepäck auch noch. Komm, steig ein. Lauf dir schon nicht wieder weg. Helfen Sie doch mal. Hoffentlich bin
will kein Ärger mit meinen Kollegen. Sie kriegen nur das Trinkgeld, dann machen Sie doch. Schauen Sie so. Ganz eilig. Kommen Sie, beeilen Sie sich. Sagen Sie, Herr Wolfgang Spitz? Ja, worum handelt es sich? Eine kleine Formalität. Entschuldigen Sie, meine Herren, ich habe gar keine Zeit. Wir müssen uns einen Moment unterhalten. Ja, worum geht's denn? Eine kleine Formalität, bitte kommen Sie doch. Kommen Sie bitte hier rüber. Wer sind Sie denn überhaupt? And connect radar 1204 when you're born, okay? You report to Salzburg via Blue 1, level 90, departure route 1204 when you're born. Altinia Lima Lima Oscar, clear the strike, contact Tower 118, that's 17, very ready. 17, yeah. All right. Now bring it. Altinia Lima Lima Oscar. Wenn die Mädchen durch die Stadt gehen, können Männer sich nicht satt sehen, fragen gleich sie, wie, wo, wann. Falsch! Wenn die Mädchen durch die Stadt gehen, können Männer sich nicht satt sehen, fragen gleich sie, wie, wo, wann, weil es doch so schön sein kann. Entschuldigen Sie, ich habe hier zwei Plätze gebucht. Ja, ich glaube, das ist mein Platz und den nächsten möchte ich freigeben. Das ist mein Bereich. Sind Sie der Ehemann? Nein, das ist ein anderer Name. Es tut mir furchtbar leid. Das kann ich erst sehen. Aber nein, das ist meine Begleiterin. Sie kommt aber nicht. Das ist wichtig für mich. Ja, Sie sind auf der Warteliste, Frau. Warteliste? Ja, Sie sind auf die Warteliste gebucht. Ich werde den Flugschein hier behalten und wir werden Sie kurz vorher aufrufen. Lassen Sie da mit mir fliegen, um Gottes Willen. Außerdem muss ich mein Geld haben. Das geht Ihnen auch nicht verloren. Wir rufen Sie rechtzeitig vorher auf. Bitte sehr, die anderen Herrschaften. Tut mir furchtbar leid. Musik da unten. Hoffentlich anständige. What kind of band you got on board, Captain?